willkommen zu Delias Paperwall TV. Mein Name ist Delia Kettel und ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin. Heute möchte ich mit euch diesen Lampenschirm werkeln. Ich habe unheimlich viele Zuschriften bekommen mit der Frage, wie ich das gemacht habe. Und heute möchte ich es euch zeigen. Dazu benutzen wir heute das Stempelset Flockenzauber und die Stanze Schneeflocken, beides aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog zu finden auf Seite 25. Im Paket spart ihr 15%, also wenn ihr das Stempelset und die Stanze gemeinsam kauft, bekommt ihr das 15% günstiger. Wir benutzen heute auch die neuen geeisten Strasssteine. Die sind hier, die glänzen besonders toll. Ja, und für diese Schneeflocke benutzen wir diese Stanze. Die gibt es im Hauptkatalog. Ja, diese Blumenstanze, damit kann man wunderbar auch die Schneeflocke ausstanzen. Okay, los geht's. Wir brauchen auch, Moment, wo habe ich das jetzt? Ein Bogen transparentes Pergamentpapier, das findet ihr auch im Hauptkatalog. Da haben mich viele gefragt, was hast du denn für Vellum benutzt, wie stark ist das denn? Ja, das findet ihr auf der Seite 148, nennt sich Farbkarton weißes Pergament. Da bekommt ihr 20 Blatt für 8 Euro. Das benutze ich immer, gerade fürs Embossen ist das toll. Dann benötigt ihr eine Schablone, die werde ich bei Gelegenheit auf meinem Blog stellen. Ich werde es einscannen und dann könnt ihr euch das ausdrucken. Ich habe mir davon eine festere Schablone gebastelt aus Karton, dass ich das dann hier einfach so auflegen kann. Und dann mit einem Bleistift nachzeichne. So. So, zack. So geht dann ganz schnell. Das war's. Jetzt schneide ich das noch nicht aus, sondern ich werde erst stempeln und embossen. Und das mache ich aber auf der Rückseite, damit ich hinterher besser den Bleistift wegradieren kann, die Linie, dass man die nicht sieht nach dem Ausschneiden. Es ist angesagt, ich habe bei meinem hier, habe ich vergessen, den Embossing Buddy zu benutzen und dann entstehen da solche Flecken. Also nehme ich jetzt für dieses Projekt mein Embossing Buddy. So, gibt es auch im Hauptkatalog. Und wische hier über meine Fläche, die ich bestempeln möchte. Also eigentlich über das ganze Papier, weil wir stempeln auch in diese Ecken noch ein paar Schneeflocken, die wir hinterher ausstanzen. So, und dann habe ich das schon rotiert. Die große Schneeflocke und mein Versamark. Also wir brauchen das Versamark-Kissen. So. Ja. Und stemple ich mal so versetzt dahin. Jetzt die große Schneeflocke aus dem Set. Die habe ich, glaube ich, nur zweimal gestempelt. Einmal noch hier. Jetzt nehme ich die mittlere Schneeflocke. Die setze ich mal dahin. Vielleicht hier unten.
ja auch noch mal in die Ecke zum Ausstanzen. Da muss ich noch mal gucken. Ja. So. Da komme ich dann mit der Stanze ganz gut hin. Und die kleinen Schneeflocken. Schauen, wo ich überall schon. Mal dahin. Und vielleicht hier hin. Ja, ein paar leere Stellen möchte ich mir noch lassen, damit ich die Schneeflocken hinterher aufkleben kann. Und dann nochmal zum Ausstanzen. Hier hin. So. Jetzt habe ich hier mein Embossingpulver. Ich habe hier mehrere Tiegel zusammengeschüttet. Von dem weißen Embossingpulver habe einen kleinen Plastiklöffel, bietet sich an, und dann gehe ich den Pulver hier drüber, klopfe das ab und benetze jetzt hier alle gestempelten Motive mit diesem Pulver. Ist praktisch, das fange ich hier unten in der Schüssel gleich wieder auf. So, das war's. Zu. Wegstellen. Ist doch ein bisschen Pulver daneben gegangen. Jetzt nehme ich das Erhitzungsgerät. Das findet ihr auch im Hauptkatalog. Und werde jetzt hier meine. Dauert immer eine Weile, bis es heiß wird, aber dann geht's schnell. So, jetzt geht's schneller. Das werde ich jetzt für euch vorspulen und bin dann wieder da, wenn ich fertig bin. Das ist jetzt fertig. Jetzt nehme ich die Stanze, die neue Schneeflockenstanze, stanze mir hier die Schneeflocken aus. Die Bellum ist jetzt leicht gewölbt, dadurch geht es jetzt hier schwerer rein. Aber es klappt. Zack.
Und mit der Blume lasse ich jetzt diese Schneeflocke aus. So. Jetzt schneide ich mit meiner Schere, hier sehe ich es besser, den Lampenschirm aus. Das Licht blendet, ich kann die Linie so schwer sehen. So. Jetzt nehme ich ein Radiergummi und radiere den überschüssigen Bleistift weg, den man hier noch sieht. So, jetzt gucke ich, wo ich meine Schneeflocken positionieren möchte. Das werde ich hier hinkleben. Diese Schneeflocke vielleicht dahin. Und die andere dann auf die Naht, auf die Klebenaht. Dazu brauche ich jetzt, wo sind die jetzt, die Strasssteine? Die Strasssteine hier. Der große Strassstein kommt auf die große Schneeflocke. Und für die beiden habe ich hier kleinere Strasssteine. Kleine Schneeflocke bekommt hier den kleinsten Stein. Ist das der kleinste? Ja. Ja. Und hier einen mittelgroßen Strassstein. Dann kommt das wieder weg. Dimensionals. Braucht man nur ein kleines Stück für die kleine Schneeflocke. Das klebt man am besten jetzt auf, solange der Lampenschirm noch nicht zusammengeklebt ist. So, hier hin. Noch ein. Vielleicht. So. Jetzt nehme ich Tacky Tape, klebe das hier an den Rand des
Lampenschirms. Lege ich das zusammen. Ganz dicht am Rand. Sehe ich schon, das haut hier nicht überein. Hier guckt jetzt ein bisschen was über. Aber ist kein Problem, das schneide ich jetzt hier so weg. Gleiche das an, dann sieht man das nicht mehr. Und hier oben klebe ich große Schneeflocke hin, hier hinten. So. Ja, und das war's. So schnell geht das. Jetzt habe ich hier. Oh, das Teelicht ist schon aus. Ja, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare auf meinem Blog hinterlässt oder einen Daumen hoch für mein Video. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.